Das ist er, der Neue. Seit 2 Wochen ist er da und in seiner neuen Familie schon der Chef. Die Bison-Damen und das kleine Kalb haben ihn ohne zu meckern als neuen Papa akzeptiert. So einen Riesenkerl kann bestimmt nichts umhauen, denkt man. Aber was bei uns täglich auf den Tisch kommt, ist nicht automatisch auch gut für Bisons. Im Gegenteil, ein kleines bisschen Brot ist für ein großes Bison verheerend. Es war ein ganz normales Wochenende im April. Da war die Bisonherde noch größer. 2 stattliche Bisonbullen gehörten dazu. Aber das sollte sich schlagartig ändern. Alles war sehr dramatisch. Also das war an einem Sonntag, bekam ich einen Anruf, dass ein totes Bison im Gehege liegt. Auf der Fahrt hierher kam noch ein Anruf, es wären dann wohl doch 2. Und dann hatte ich erst die Vermutung, na, vielleicht schlafen die ja doch und jemand ist da ein bisschen aufgeregt. Hat sich dann aber leider als Realität dargestellt, dass beide Bisonbullen verendet im Gehege lagen, etwa 200 Meter auseinander. Der Revierförster untersucht die toten Tiere. Keine Kampfspuren, keine Schusswunden oder sonstigen Verletzungen. Erst bei der Obduktion kommt heraus, die Bisonbullen sind an zu viel Brot gestorben. Die Vermutung ist einfach die, dass die ranghöchsten Tiere das Leckerli, Brötchen, weil schmecken tut's den Bisons leider, auch vermehrt aufnehmen können im Gegensatz zu rangniedrigeren Tieren. Bisons haben einen sehr empfindlichen Magen. Sie vertragen kaum Kohlenhydrate. Und wenn sie zu viel davon bekommen, führt das zu einer Art inneren Vergiftung. So war das bisschen Brot schon zu viel. Ein Fall von falsch verstandener Tierliebe, finden die meisten Parkbesucher. Es ist traurig, dass die Menschen so blöd sind. Es stehen überall Schilder rum, dass man es nicht füttern soll. Ein normaler Mensch weiß es sogar auch so. Und es wird trotzdem gemacht. Ich glaube auch, dass viele Erwachsene hier sich einfach auch nicht an die Regeln halten. Die werden zu Tode gefüttert, ganz einfach. Die Leute geben alles, ganzen Müll, ganzen Rest, was man sich nur vorstellen kann. Das Todesurteil für die Bisons. Das macht einen ein Stück weit wütend, weil eigentlich schon jahrelang das Fütterverbot für die Bisons ausgesprochen war. Man kann natürlich niemandem Absicht unterstellen. Die Leute machen das aus, denken sich, sie tun was Gutes. Damit so etwas nicht wieder passiert, gilt im Gehege jetzt ein strenges Fütterverbot. Und zwar für alle Tiere. Immerhin, seitdem ist das mit dem Füttern schon weniger geworden. Und das ist gut für ihn. Der Neue soll fit bleiben. Seine Manneskraft wird noch gebraucht. Das ist schon ein gestandener Bulle, der schon etliche Nachkommen hat, der kann's. Und wir sind da guter Dinge, dass der auch mit unseren 5 Kühen zurechtkommt. Na dann können sich die Mannheimer nächstes Jahr wieder auf süßen Nachwuchs freuen.